richtig? Naja, schon. Mit wem soll ich denn spielen? Alle, die ich kenne, sind tot. Wie heißt es? Bunkers and Badasses. Das ist ein Fantasy-Spiel. Ein Ort, an dem du ein Held sein kannst. Wo deine Vorstellungskraft die Welt verändern kann. Oh, sich was vorstellen ist meine absolute Stärke. Ich habe ein ganzes Wunderland hier oben. Das ist perfekt. Aber erst müssen wir einen Charakter erstellen. Erzähl mir von deinem Schicksalsbringer. Die Geschichte des Schicksalsbringers beginnt wie viele andere mit einem Herz voller Feuer und Träumen voller Drachen und Magie. Er ist der coolste, stärkste Held. Jeder will sein Freund sein. Der Drachenritter. Drachenritter? Yeah, gefällt mir. Danke. Hey, das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber es ist echt cool, ein Spiel mit einem Freund zu spielen, weil ich hatte noch nie einen. Nun, dann suchen wir uns noch mehr. Tina, ich will, dass das ein Abenteuer wird, das du nie vergisst. Es fühlt sich an, als wäre etwas vor langer Zeit Verlorenes wiedergefunden. Es fühlt sich an wie Heimat. Du erreichst die innere Kammer der Obsidian-Hasskathedrale. Das Seelenschwert steckt vor dir. Das ist eine wichtige Entscheidung. Also? Er nimmt es und macht alle Schuppen überall fertig! Bist du sicher? Oh ja, ich mach es! Okay. Aber das macht deinen Charakter böse. Was? Nein, der Drachenritter ist nicht böse. Er ist ein Held. Er ist der Schicksalsritter. Er hat gerade Tausende von Leuten getötet. Findest du nicht, dass das böse ist? Das ist nicht böse. Das ist doof. Ich spiele nicht mehr mit. Oder ich bin der Bunkermaster und sorge dafür, dass nur die Götter siegen. Tina, stopp. Der Schicksalsbringer ist allein. Verlassen wegen eines Verbrechens, das er nie gewählt hatte. Er hatte niemals wählen dürfen. Er beginnt, selbst zu denken. Kein Schicksal. Keine Würfel. Keine Masterkill. Ich träume von Drachen und Magie. Ich erwache. Mein Herz voller Feuer. Mit einem Zweck. Wieder auferstehen. Ich bin wiedergeboren als der Dragon Lord. Glaubst du immer noch, dass es eine Wahl gibt, Schicksalsbringer? Ich tue die Dinge auf meine Art. Mir redet keiner rein. Ich hatte gehofft, du erkennst die Wahrheit. Ich bin nicht böse. Sie schreibt mich nur. Okay. Wie war die Cutscene auf einmal vorbei? Zu plötzlich. Und? Dann komm! Ja. Wenn du drauf bestehst, ein Held zu sein, gibt es nur eine Art, wie das hier endet. Es gibt nur noch eine Sache zu tun. Besteigt die Pyramide, besiegt den Dragon Lord und holt das Seelenschwert zurück. Okay. Eigentlich drei Sachen. Ja. Mach schon! Mach ihn platt, Neuling! Du schaffst das! Du bist immerhin der Schicksalsbringer. Dass die Katzin so plötzlich vorbei ist, obwohl das, keine Ahnung, noch gefühlt zwei Sekunden hätte länger sein können. Ein starker Wind begräbt die alten Mauern und verschafft euch schnellen Zugang zum Außengebiet. Wow. Oder war das richtig? Wow. Ja, sowas eher. Gut. Mythosrang. Ossaden. Ja. Nicht. Du bist mir zwei Level voraus beim Mythosrang. Ja, war ich auch schon die ganze Zeit so. Ja, zwischendurch wollen wir mal gleich auf. Ah. Wieder 5 Punkte. Ich verteile das nochmal schnell. Jo, mach das. Wollen wir auch ganz schnell mal kurz zurückgehen? Zwecks verkaufen? Ja, kann man auch machen. Geht. Ja, zwecks Umgestaltung, weil wir ja neue Sachen haben. Ein paar neue Sachen gefunden.
Ich brauche deine Hilfe. Flup, flup. Und Gesichtszüge, Haarfarbe, genau. Jetzt habe ich das. Da stehen wir wieder. Nö, dann bin ich fertig. Ich hab nur meine Haarfarbe ändern können. Ich dachte schon, weil ich habe auch, glaube ich, mit zwei Sachen. Wenn wir schon da sind, dann könnte ich noch ein paar Sachen verkaufen. Nee, doch nicht. Ich habe ja nichts mehr. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich Lord besser geworden bin. Jetzt habe ich wirklich normal. Normal. Eigentlich könntest du das machen, wie du willst. Kannst du ja machen, wie du willst. Hey, ich möchte jetzt wissen, was du dazu sagst, da? Es ist normal, ja. Er ist auch wieder männlich. Ja, das ist auch. Vielleicht zu dem Schluss für den Endkampf. Eigentlich war ich aber vorhin schon. Ich habe jetzt nur die Hautfarbe und die Augenfarbe Augen geändert. Für Hiski warst du immer weiblich, aber. Ja. Muss für mich immer weiblich bleiben. Aber ich habe auch meine epische Frauenstimme. Das ist die Hauptsache. An der Spitze der monströsen Zitadelle des Dragon Lords wird ein Zyklon aus Seelenenergie zu einem unheimlichen Seelensturm. Alter. Alles, was ich bin, bin ich wegen ihr. Ich war sie. Oh Gott, das ist noch ein bisschen mehr Map. Was sie mag, was sie fürchtet, was sie fühlt, weil ich es selbst fühlte. Sie hat mich weggeworfen, aber ich erinnere mich daran. Natürlich konnte sie mich nicht in Ruhe lassen. Wieso auch, wenn sie den perfekten, maßgeschneiderten Schurken für neue Helden hatte? Er hat sicher Tina ihn böse gemacht, ne? Ja. Also sie wusste nicht, dass es ihn das böse macht, also von daher... Oder? Das ist jetzt die Frage. Ja, wenn... Naja, die Sache ist halt die... Der hat sich ja nicht aufklären lassen. Normalerweise musst du, schaust du, ob solche Schwerter verflucht sind, zum Beispiel. Oh. Und wenn ich über 1000 Menschen umbringe, dass dann ein Charakter böse wird, ist sehr hoch die Wahrscheinlichkeit. Naja, es kommt auch an, wen du umbringst, ne? Selbst wenn es Ganoven und Mörders waren. An uralte magische Technologie und in der Mitte leuchtet ein Kristall. Wenn ich eins gelernt habe, dann dass ein großer Kristall ist. Seid ihr schon durch einer Pyramide. Ja, ich stehe die ganze Zeit vor dem Tor, aber ich dachte, wir laufen draußen noch rum. Das siehst du aber schon auf der Minimap, dass du nicht mehr hinter dir, sondern vor dir sind.
Wenn ihr weiter weg seid, wird mir das aber nicht mehr angezeigt. Als der Kristall zerspringt, beginnt die ganze Pyramide zu beben. Nun, ich bin kein Magiesteinologe, aber ich schätze, je mehr Kristalle wir zertrümmern, desto mehr stören wir die Pläne des Dragonlords. Okay, das ist einfach nur ein Respawn-Raum, alles klar. Ich meine, warum nicht? Warum gehst du schon hin? Anscheinend ist da nichts. Ich bin in der Leere. Wieso versuchst du immer noch mich aufzuhalten? Ich tue das für alle, die auf ihrem Spielplatz gefangen sind. Wenn diese Welt zerfällt, kann ich eine neue frei von ihrem Griff erschaffen. Jetzt wird weitergezaubert. Ja, nur noch auf Kiste. Mit Muel. Ganz viel Müll. Irgendwie klar. Hä? Die Verruchtheit des Dragonlords hat keine Grenzen. Selbst die Macht, die er hat, ist kein größerer Mob. Denkt euren frommen Wagen für den Rest des Gedichts einfach in die Taverne von Kopf. Oh, ich mach Hackfleisch aus dir. Ah, da hinten. Ich werde dein Gehirn fressen. Nicht auf dir. Ich bin kein Zombie. Aber ich kann dich echt nicht leiden. Das wäre also erledigt. Mein Schicksal ist nicht das. Oh, neues Statuenmaterial mal. Eint uns? Das hat sie aus einem Fanfiction-Forum im Econet geklaut. Der ich sammle die Sachen an, was wir vergessen haben. Ich wollte jetzt mal außen weitergehen. Es gibt dann. Ach nee. Oh. Wieso habe ich das Rätsel da, what the fuck, nicht gesehen? Ich muss zurück, glaube ich, muss das Rätsel holen. Wenn dir. Ah, da ist der Glückswürfel, okay. Ja, den hätte ich jetzt gesehen. Ja, bin zurückgelaufen. Findet man zwei. Dieser Obelisk wird den Champion der Unruhen-Legionen heraufbeschwören. Hütet euch vor seiner Klinge, die geschärft wurde am Klagen der Schädel der Verdammten. Kannst du schon mal anfangen. Sie heulen ungefähr so. Ja, ich schau mir erstmal die Stoffrolle da vorne an. Und sie zwar nicht gelabert hat. Jo. So wanderte ich voller Sorge. War irgendwas an mir ich? Ich legte meine Rüstung ab, warf mein Schwert auf den Boden und verwarf den Charakter, den sie mir auferlegte. Mit der Zeit konnte ich sogar meine Angst ablegen. Was danach übrig blieb, das war ich. Etwas, das kein Bunkermaster ändern kann. Kontrolle. Jetzt bin ich gespannt, wo sind die Dinger? Auf der Seite. Oh mein Gott. Das ist mal ein Glückswürfel. Das ist ein Glückswürfel. Ja, und beim. Der Zufallsgenerator kann dir nichts anhaben. 20, Ich bin wirklich alles gewürfelt. War ein. Statuen. Ding, Ding. Eine Haltung. Gott, das nächste Level weit weg. Holy shit.
Oh Gott, ist die Zeit scheiße. Ich muss es nochmal machen. Okay, ich wusste auch nicht, wo das erste war, also von daher. Womit soll ich als nächstes töten? Zum Glück mache ich sowas nicht. Ich hasse diese Zeitsache. Ich bin auch da kein Fan davon, aber was soll man machen? Ich muss nicht eigentlich, weil... So liefert die Burger aus. Das war einfach nur, nee, das war einfach nur Bullshit. Ich hole noch einen Glückswürfel, den ihr beide übersehen habt. Ja, man kann nicht alles sehen, aber vieles. Das stimmt. Und eine Schriftrolle. Verlassen. Ich wanderte auf dieser gewaltigen Welt voller Verrat und Lügen und fragte mich, was sich dahinter verbarg. Auf einer Landstraße traf ich einen Mann und riss ihn in zwei, um zu sehen, woraus er bestand. Es war sie. Das ist mal ein Glückswürfel. Ups. Naja. War eh eine brutale Geschichte. Er hat einen Mann in zwei gerissen. Ist gut. Man ist ein böser Mann. So, aktivieren. Jetzt laufen. Wohin führt mich das Schicksal als nächstes? An sich ist es ja nicht schwer, aber beim ersten Mal, wenn man den Weg nicht weiß und so alles, die Zeit knapp begrenzt ist. Schaff es bitte. Kletter hoch, danke. Oh Gott. Nein! Mann! Ah! LMAA. Das Rätsel. Bisschen scheiß Fußaufgabe. Ich glaube, Pepp muss schon runtergesprungen sein. Wo? Oh. Mit dem Gegner? Ja, einer hat mich in die Wand reingeschlagen und mich verbuggt und ich bin gestorben. Oh, toll. Ja, okay. Und ein Gegner ist noch da. Ja, ich weiß, ich bin gerade auf dem Weg machen. Achso, ich habe ihn gerade gemacht. Seine Axt mit Rüstung. Ich lasse alles liegen. Lasse alles an. Du nimm ruhig mit. Ist irgendwas Legendäres dabei? Du hast die Arbeit. Nee. Nee. Okay. Dann ist das eigentlich eh egal. Ja, wer hat die Arbeit gehabt? Er darf es mitnehmen. Wäre doch unfair. Bringt alle um und ich sammle alles ein. KS, ne? Dann? Obwohl, ich ja, liebe meinen Kram. LS, Loot-Stil. In dem Fall eigentlich nicht, weil es war ja eigentlich nur grün und weiß, das Zeug da gelegen. Ja, Max, da kann ja jeder mit. Oh, geschafft. Sehr gut. Oh ja, das Rätsel ist abgefrühstückt. Mit Müll. Müll, Lilly, ja. Müll. Dann hätten wir alles. Ja, soweit.
Oh, okay, hübsch. Hey, irgendwie sieht das nicht ganz so gesund aus. Oh. Ich weiß nicht, was du hast. Kannst einfach durchlaufen. Oh, eine Falle habe ich berührt. Wow. Ja, genau. Nicht wirklich schon. Ich habe mich nicht drum gekümmert. Oh, ist in Ordnung. Außerhalb ist der Seelensturm auf die Spitze der Pyramide stärker denn je. Die Untoten kriechen wie schräge, knöcherne Kakerlaken über die Mauern. Bläh. Nein, oh Gott. Da. Er huschte wie eine Ratte über das Feld und verteilte Leviathan-Schuppen, während er seinen nutzlosen Zauber murmelte. Wir verbrennen ihn und entschuldigt sich. Wir schlagen auf ihn ein. Ich hab einen Schuss geholt. Er bittet um Vergebung. Wir verfluchen ihn und er ruft zurück. Jetzt wünsche ich mir nur noch Frieden. Na. Ein Heiltrank, was? Okay, das bringt alles zum selben Weg. Mehr? Du hast 3 Sekunden. 3, 2, 1. Wenn du abgehauen wärst, würdest du vielleicht noch leben. Hört auch auf, Müll fallen zu lassen. Ich nehme auch den Müll mit. Ich auch, okay. Oh, Glückswürfel. Glanzvoll, Baby! Du Glückspilz! Die Mechanismen in der Pyramide rumoren und sprühen, aber die Seelenenergie fließt weiter. Wir müssen den Magiekabeln folgen. Sie führen uns sicher zu seinem Vorrat an Seelenenergie. Ein Raum, in dem ein geheimnisvoller Tank vor Energie vibriert. Ihr Narren, das Ding ist völlig unwichtig. Hoppla, das stimmt nicht. Der Dragon Lord scheint außer sich, als ihr das Gerät zerstört. Schergen, schützt den Tank um jeden Preis! Moment, wie macht sie das? Warum sorge ich mich um das Teil? Es ist doch nur eine Klimaanlage. Oh, yeah. Okay. Niemand ist der heftig auf. Ganz der Typ zusammen bei der Größe. Wenn ich hier bin und meine Feinde hier sind. Ja, genau wie wir es geübt haben. Ah, frische Knochen für die Mühle. Ich würde alles für ein wenig mehr geben. Was für ein Scheißschild? Ein vernichtender Schlag. Clown? Okay, Was bin ich nochmal für eine Klasse? Ist, Kilomant? Oh. Kilomant und Kraftbus bin ich da. Ihr wisst nicht, womit ihr herumspielt. Und ich auch nicht. Stopp! Oh. Das ist noch besser. Das verkaufe ich erstmal nicht. Brauche ich noch eine legendäre Waffe und dann hätte ich theoretisch alles bisher aus Gold. Ach, hoch, kaputt. Leben. Das war
war die ganze Zeit sein Motiv. Tolle Wendung, was? Wow, welche Offenbarung. Bernadette! Ich räche! Ich hab drei Sachen aus. Ich erklär gleich, Critical. Niemanden. Ich kenne überhaupt keine Bernadette. Siehst du, dass sie mich wie eine Marionette benutzt? Oh, der Dragon Lord lenkt die gesamte Seelenenergie, die ihr im Seelenschwert entlassen habt, an die Spitze der Pyramide! Das sieht übel aus. Ja, das ist richtig übel. Du kommst zu spät, Schicksalsbringer. Ich habe sämtliche Seelenenergie absorbiert. Zeit, es zu beenden. Tina! Bitte nicht weitergehen oder so, ne? Ich nehme dir deine Welt weg. Du wirst alles verlieren, genau wie ich. Siehst du es? Antworte mir! Lord Padme, wenn ihr jetzt in euer Spiel gehen würdet. Also, ne? Wir halten den Fortschritt. Also, alle, okay, gut. Es ist wie bei Borderlands 3. Also, Borderlands 3, 2, 1, ne? Man, beide haben genau den gleichen Fortschritt die ganze Zeit. Gut. Wenn ich jetzt theoretisch allein. Würde ich aber quasi bei Hiski nicht diesen Fortschritt haben. Nochmal, du musst es nochmal sagen. Du warst mittendrin einfach abgehackt. Wenn ich jetzt alleine weiterspielen würde, würde ich jetzt halt nicht die Gebiete bei Hisky frei gehabt haben, schalten, aber ich würde die Level zumindest übernehmen, zum Beispiel. Hä? Aber du hast doch die ganzen, du hast doch dann die ganzen Maps und so alles und die ganzen, ja, Quests. Ja, aber wenn ich jetzt halt selbst weiterspielen würde, ohne, ja, euch. Ja. Dann würde ich neue Gebiete nicht freischalten. Na bitte, noch hast du da schon. Ach so meinst du das? Ach so, oh Gott. Wenn wir jetzt gerade erst anfangen würden. Okay, aber nicht den Fortschritt. Doch, alles. Es ist wäre so, als würdet ihr beide Singleplayer spielen, aber halt hin zusammen. Ja. Kann man so sagen. Du hast einen extra Charakter, machst das. Ja, außer du machst einen neuen Charakter, aber das ist ja dann wiederum was anderes. Jo, das habe ich gemacht. Aber es ist jetzt nicht so wie bei Dying Light 2 war das zum Beispiel, dass er dem nur auf einer hat, dem von der Story voranschreitet, während der andere mitgespielt hat. Aber sein Charakter hat dem mitgelabelt ist. Okay, das ist dann mein Es ist nicht wild, also es macht bei dem Multiplayer keinen Abbruch, sagen wir es mal so. Aber hier ist halt irgendwie Borderlands 3, 2, 1, Pre-Sequel. Bitteschön. So. Aber jetzt solltest du wegschalten, weil wegen Spoiler. Ja, sehr wildeschön. Ja, kann ja sein. Das ist ihm überlassen. Aber willst du jetzt eigentlich nur noch im Endgame? Nicht weit von hier befindet sich einer von meinen Schussern. Zerschütter ihn und lass meine Erinnerungen raus. Seine letzten Worte kenn ich waren, schon. Vergib mir. Er wusste damals schon, dass man alles töten kann. Ach, ja, gut. Indem man den Wunsch auslöscht, der ihn heraufbeschworen hat. Wir hätten bedenken, dass einer von uns dann alle Würfel und Kunde nochmal holen soll. Nee, das teilt sich alles. Ich spüre immer noch, wie er verschwindet. Es gibt genug solche Leute. Aus der Erinnerung von mir. Und es wäre auch nicht schlimm. Und mit ihm, ja, um Gottes Willen. Wir schalten auch regelmäßig bei anderen weg, wenn wir uns nicht spoilern wollen. Ja, eben. Das Horizon zum Beispiel. Escape. Ja. Wir können jetzt 12 mehr verlieren. Ja, nee, es kommt. Nee, wenn du sagst, okay, jetzt, ich will nicht wissen, wie das Spiel endet oder so, ne? Ich würde es ja absolut verstehen, weil wenn du gerade anfängst. Deswegen ja. Deswegen würde ich es absolut verstehen, wenn du jetzt wegschalten würdest. Ist auch normal. Ja, das ist komplett normal. Wir können uns wieder durch die Welt schießen lassen. Ja. Beschissener wäre es eher, wenn es so wäre, was du, oh, das ist ein Glückswürfel. Oh Gott, ich bin runtergefallen wieder. Wenn du das Spiel kennst, kurz was fragst und dann wieder abhaust, so, ne, wo du... Also, sie hat mir nichts zu sagen. Wir sind hier unter uns, Schicksalsbringer. Komm, bringe deine Heldenreise. Machst du eigentlich heute dann auch noch? Gerne. Das sollte was? Die Gemüter abkühlen. Ich wollte nächstes dann streamen sprechen. Machst du vielleicht was, wenn du heute auch noch... Warte mal kurz, bis die Kämpfe zu alle Ende sind, bevor du wieder redest. Weil ich verstehe dich denn sonst absolut nicht. Wer ist jetzt hier der Alpha? So, jetzt. Ich meinte, was du heute danach noch streamst. Schlafen? Oder bei Lord zugucken?
22:30 Uhr schon. Batman, ich bin seit 20 Uhr wach. Ja, aber wenn du so viel schläfst. Ja, es war nicht beabsichtigt. Du bist seit 20 Uhr wach, also nicht mal. Kein Sand mehr. Okay. Seit gestern 20 Uhr. So. Ja. Gestern. Was machst du so lang? Ganz schön frostig. Es war nicht beabsichtigt. Ich hab den Tag davor 31 Stunden war ich davor den Tag wach. Dann habe ich geschlafen und es waren dann 17 Stunden. Es war nicht beabsichtigt. Ja, das sogar 17. Wer hätte noch mehr? Ich hab für zwei Tage geschlafen, ne? Es das, was du da geschlafen hast, das mache ich in 3. Was soll ich da sagen? Donnerstag nach der Arbeit gleich losgefahren nach Gießen. Dort haben wir dann ein paar Stunden geschlafen, weil ich schon nie meinen Wecker vergessen habe auszuschalten, der um 5:30 Uhr geklingelt hat. So, um 0 oder so waren wir erst in Gießen, also sind wir so zwischen 1 und 2 ins Bett. So, und dann gleich abends wieder los, heute früh um 1. Freiraum waren wir dann auch wieder hier. Aber übrigens, viel Spaß dann bei Charakterstellen, ne? Critical. Und bevor du fragst, extreme Ästhetik. Es wird dir nirgendwo erklärt. Es macht einfach, dass du gewisse Regler mehr als über das Maximum hinausschieben kannst. Ne, machst extreme Ästhetik an, dann kannst du zum Beispiel, keine Ahnung, dein Ohr so groß machen wie dein Kopf. Wenn es aus ist, dann ist es halt eben nur so, hast du eine gewisse Prozentzahl. Als Beispiel. Ja. Ich wusste auch vorher nicht, was extreme Ästhetik macht, bevor ich gegoogelt habe, also von daher. Hilfe? Was Hilfe? Wo bist du schon wieder? Was machst du? Wie schaffst du das? Also bei mir konnte da in den Kabel rum. Ja. Ja. Hilfe! Was hast du gesucht? Hilfe! Warum? Ich komme nicht raus. Komm dort, lass weitergehen. Ja, ich glaube, dann kommt der automatisch. Nein! Was? Du willst automatisch kommen? Ne, geh doch einfach durch das Portal dort. Durch welches Portal? Wieder zurück zur Schreckenspyramide? Mann. Ich werde nicht geportet. Habt ihr das jemals mitbekommen, dass man geportet wird? Außer man geht durch so einen Durchgang? Ja. Nein, wird man nie! Das war kein. Einfach arschlöcher sein. Lass mir ihn unten, wir machen den Boss selbst alleine. Wahrscheinlich käme dann sowas wie: alle Spieler müssen da sein oder so. Oh, müssen wir wieder runterspringen, mal wieder rein. Warum gehst du überhaupt hinter die Automaten? Ich wollte gucken, ob da irgendwas ist. Sieht aus, ja, was sollte denn das sein? Aber bei den Automaten war noch nie irgendwas. Puh, hätte sein können. Komm, weg ist er. Hui. Oh. Warum haben wir das gemacht, Lord? Also, weil ihr lieb seid? Seht ihr! Eigentlich stelle ich mich lieber selbst vor, aber vielen Dank. Ha! Ach, dein Vieh da, was war da gerade, Lord? Ja. Immer noch. Ja. Und dann da läuft das so. Danke, Critical, dankeschön. Viel Spaß im Lurgon. Ne, ich sag ja. Das meinte ich, meinten wir ja vorhin. Du schaffst das! Du bist immerhin. Ach, das hab ich verfehlt. Schicksalsbringer! Ist er. Also ich glaube, das ist der schwächste Endgegner, den ich jemals hatte. Ja. Ich habe noch keinen einzigen Schadenspunkt von ihm gekriegt. Ja, es ist, weil wir zu dritt sind. Alleine ist so um einige schwerer. Ja, die skalieren halt. Die,
Alter, das ist laut. Die skalieren halt eben echt scheiße, die Gegner mit, mit mehreren zu mehr. Drei, weil du dir Mühe gegeben hast. Also die Spektralstrampler sind echt geil. Alter, die sind laut. Kann mich einer hochholen? Da. Oder krieg ich den? Ja, ich hab den bekommen. Glaub ich zumindest. Ah, da ist er wieder. Mann! Jetzt mal, wenn ich die Fähigkeit mache, ist er weg. Genießt die Parade! Natürlich Immunitätsphasen. Ja. Dafür musst du was anderes angreifen. Ich bleibe auf dieser Platte stehen. Die Hölle hatte genug von dir! Ich hoffe, du bist bereit. Oh, ja, gut. Knie nieder vor deinem Dragon Lord. Oh, coole Musik. Du wolltest Bernadette kennenlernen. Oh. Oh. Das ist also Bernadette. Sicher, dass deine Stufe hierfür ausreicht? Wir sind Max-Stufe, was erwartest du? Nein, ich finde die süß. Ich mag den Drachen, ja. Die Drache ist viel süß, was meine ich damit? Ja, das war's mit. Ja. Hilfe. Fällt mir links neben dir. Man muss eigentlich einmal abwechselnd sie anschießen. Oh, wollte gerade gucken, was das Legendäre ist. Das wirst du jetzt lange nicht bekommen, sag ich dir. Ich hab versucht, dich zu retten. Also los, nimm es. Dachte, endlich könnte ich selbst mein Schicksal bestimmen. Stattdessen tust du es. Das Seelenschwert flüstert in euren Händen vor Macht. Seine Kraft ist absolut grenzenlos. Was können wir damit anstellen? Götter bekämpfen? Oh, selbst Götter werden! Oder wir schmieden ein neues Reich, damit die Wonderlands auf ewig sicher sind. Narren, wir wissen beide, dass der Schurke sterben muss. Mach schon, räche deine Königin. Das Schicksal entzweit uns nicht. Es eint uns. Miau. Königin Aschgau lebt wieder! Ja! Hey Neuling, das war's dann! Echt krass, es hat geklappt! Also ganz ehrlich, daran hätte ich nicht mal gedacht. Du Bunkers in Badasses Naturtalent. Wisst ihr was? Wir sind eine echt verdammt gute Heldenparty. Wir sollten das bald mal wiederholen. Wie wär's mit sofort? Ich hab noch allerhand auf Lager. Klar doch! Initiative Wurf, Leute! Au! Ins Gesicht. Du sagst es wenigstens kommen. Ach, Mann! Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Copyright-Lied ist. Ja, das ist mein Problem. Deswegen. Ja, dann muss das Spiel feststellen.
oder generell? Ja, bla 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 bla. Man kann sich... Das ist das ist das erste Borderlands, wo du es nicht machen kannst. Was soll das? Rate mal, wie lange das dauert. Die andere Sache ist, bringt es auf YouTube raus. Ach, auf YouTube kriege ich höchstens eine Urheberrechtswarnung, das war's dann. Eben, und auf Twitch wird es nicht anders. Wird halt in Zweifel das Video stumm gestellt, oder? Kriegst du da eine Mahnung oder eine Sperre? Das Lustige war, dass ich auf Twitch für etwas keine Mahnung bekommen habe, worauf ich aber bei YouTube eine Mahnung bekommen habe. Also ich bin mir da sehr unsicher, ne? Weil wenn ich auf YouTube was bekomme, heißt es nicht, dass ich auf Twitch auch noch was bekomme. Ja, ich würde sagen, wir hören uns in 20 Minuten wieder. Wenn nicht sogar mehr. Was ist also ich habe in der Zeit, wie beim ersten Mal durchspielen, ich bin duschen gegangen, ich war lange am Klo. What the fuck? Ich habe mir was zum Essen gemacht und es ist dann fertig gewesen. Erst dann. Ich hatte nicht genug Wasser für den Kaffee. Oh. Nee. Kannst ja Wasser holen gehen. Ja, er hat genug Zeit. Oh. Wobei ich von der Größe schon dezent noch enttäuscht bin, also da müssen sie noch ein paar DLCs raushauen. Ja, da kommen noch irgendwie eine Menge DLCs raus. Das Spiel ist ja noch neu. Ja, bei Borderlands 2 haben es glaube ich erst nach 4-5 Monaten die ersten DLCs raus, oder? Ja, ja, klar. Es ist normal, es dauert meistens. Ja, ja, klar. Zudem. Ne? Wir haben alle den Season Pass. Ja. Ja, ja. Deswegen. Ja, ich werde es jetzt eh noch Minimum einmal durchspielen müssen. Mit Sascha. Ja, die habe ich genötigt, dass er es erst spielen darf, wenn sie Borderlands 3 fertig hat. Tiny Tina Wonderlands Outro Song. Das gibt's. Keine Ahnung, ich lese gerade auch. Danke, danke Reddit. Haltet mal Escape gedrückt. Oder bei dir die Starttaste oder keine Ahnung, irgendeine Taste gedrückt halten. Ist langweilig. Das hast du jetzt übersprungen, ja? Ja, das hast du bei uns alle hast du das übersprungen. Echt? Ja. Ah, lol. Du bist der Host. Ah. Vielleicht wollten wir das ganze Lied bezweiflich. Hören, was da nicht kommt. Das bezweifle ich irgendwie. Ich hab's schon mal gehört. Wollte ich. Dann guckst du auf YouTube an oder so. Aber ich muss es noch mal durchspielen. Okay, man kriegt keinen Erfolg oder so, wenn man komplett Gold ist. Obwohl, wir haben immer noch nicht den zweiten Steckplatz. Ach. Alter, das ist... Holy shit. Kommt da noch? Spiel ist ja schon vorbei.
Ja, wir müssen Dragon Lord reden, stimmt. Hi. Du hast sie zurückgebracht. Ich schätze, für einen Schicksalsbringer ist nichts unmöglich. Aber wieso verschonst du mich? Ich bin es leid, in einer gespaltenen Welt zu leben, in der Leute durch Angst, Wut und Schuld getrennt sind. Allein zu sein ist trübselig. Aber niemand muss so leben. Nicht einmal du. Ich fühlte mich allein. Ich dachte, ich hätte meine Verbindung zu ihr verloren, als ich aufhörte, ihr Schicksalsbringer zu sein, aber ich bin immer noch ein Teil ihrer Geschichte. Vielleicht hat sie mich aus einem Grund hier behalten, um Helden zu treffen, wie dich. Und um das zu verstehen, musstest du nur den Arsch voll kriegen. Weißt du was? Ich verstehe, das habe ich verdient. Aber ehrlich gesagt bin ich gerade etwas planlos. Ich habe den Endkampf noch nie überlebt. Was macht man so, wenn man nicht versucht, die Welt mit Finsternis zu überziehen? Auf Arschgaul reiten? Arschgaul, Majestät, ich vergebt mir euren abgeschnittenen Kopf und den Fast-Weltuntergang. Alles cool? Hand drauf? Huf drauf? 200 Jahre in dieser Burg? Das ist doch total gerecht. Was auch immer meine Königin für klug hält. Ihre super tolle Majestät sagt, es soll eine große Feier in Prachthof geben, wenn du zurückkehrst, Neuling. Aber kommen wir nun zu deiner Bossbeute. Oh mein Gott. Voll geil. Das war jetzt nicht ganz beabsichtigt. Das nehme ich erst zum Schluss auf. Ich laufe mal durch die Gegend. Wow. So gutes Zeug. Schau dir das an. Du warst fleißig, Tina. Diese Höhle ist schon fast kuschelig. Oh, das ist noch gar nichts. Ich habe Pläne, Baby. Hier sind bald überall Bomben und heiße Babys. Ist das ein Teeservice? Kann ich mich setzen? Nein. Nicht da hinsetzen. Dieser Platz ist reserviert. Okay, also Tina, ich bin hier, um mich zu entschuldigen. Hoffentlich habe ich dir Bunkers und Badasses nicht versaut. Oh, das? Das habe ich längst vergessen. Wieso? Willst du spielen? Ich kann im Moment nicht. Anführer einer Armee zu sein, ist mehr Arbeit, als ich dachte, aber wenn es besser läuft, können wir spielen. Versprochen. Okay, aber wir spielen meine Kampagne. Ich arbeite da an was. Kann es kaum erwarten. Du bist bestimmt ein toller Bunkermaster. Ich weiß es. Okay, das ist krass. Oh, komm, die Stimme hat mich an Roland erinnert. Vom zweiten Teil. Ich glaube, das ist auch die Stimme. Vom ersten und zweiten Teil und Pre-Sequel. Oder ist das seine Stimme? Ich weiß es gar nicht. Oh, warte, bevor wir da hingehen. Will gucken, was das für ein Kosmetik war, das er gedroppt hat. Banner. Banner-Symbol. Hallo, lädt das mal? Lädt nicht. Fuck, was ist das? Ja. Ich will noch ganz kurz meine Vokabeln auslernen. Goodies. Bin jetzt aus Bronze. Ein Punkt. Ja. Zwar. Ach, da kommt der nächste Punkt rein. So. Einstimmung ist bei mir jetzt auch das Maximum, was ich kann. 42. Okay.
das? Sie jubeln dir zu. Du hast unsere Königin zurückgebracht. Und mit ihr die Hoffnung. Ich und alle Bürger von Prachthof sind dir sehr dankbar. Aber eine Sache ist noch offen. Ihre Majestät erwartet dich. Ja, ich warte auf Lot und Batman. Ich bin schon unterwegs. Komm noch ganz kurz. Nämlich noch ein bisschen drin. Sehe nicht immer so klein bin. Na dann. Schüsseln. Effekt wie Hanami. Da du zusammengebracht hast, was einst getrennt war, wird Königin Arschgaul jetzt beenden, was noch getan werden muss. Du wirst zum Ritter des Reiches geschlagen. Wurde auch Zeit. Endlich ist es soweit. Knie nieder, Schicksalsbringer. Man kennt dich als Schicksalsbringer, Held von Prachthof. Knappe Mannschaft und Durchgangssucher. Und jetzt, bei der Macht des Adamantthrons, erhebe dich, Ritter des Reiches! Als richtiger verdammter Ritter brauchst du auch die richtige verdammte Ausstattung. Geh zur Schmiedin. Sie wird dir helfen, deine Ausrüstung nach deinen Wünschen anzupassen. Batman, ich habe was für dich. Sagt ihr mal alleine von Nicht-Status-Effekt, Schaden wird bei Schicksalsbringern eine Feuer... Oh Gott, was so ein langer Text ist da unten ist. Was hast du bekommen? Lord, was hast du bekommen? Wahrscheinlich das gleiche wie du. Ich habe was für einen Kilomant gekriegt. Ja. Okay. Ich habe das von Berserker und Kilomant. Aber... Das für Kilomant ist nur 15%, das bringt mir gar nichts. Ja, also nur zweite Klasse, ja, bringt mir auch, ne, das bringt einem. Einzige ist, es sieht cool aus. Echt? Ich hab einen Umhang. Ich hoffe, die beeilen sich in der Apotheke. Da hab ich ein Cape. Ja, ja, geil, aber hebe ich mir auf, weil dadurch würde ich meinen Schulterextrem schwächen. Vielleicht hilft das bei der Partnersuche. Ja, ich mag meins mehr. Auf die Schmiede, oder? Ja, natürlich. Ist er jetzt das da hinten freigeschaltet? Mir wird erlaubt, hier Zauberhut angezeigt, aber ich glaube, man das müsste jetzt. Schön, die Königin wieder zu haben. Ohne den königlichen Hufeisenauftrag wäre ich vielleicht schon bankrott. Der gute Paladin meinte, ich sollte dich wegen einer Verbesserung ansprechen. Richtig. Er dachte, du könntest vielleicht etwas magische Unterstützung für deine Ausrüstung gebrauchen. Das da ist ein Verzauberungswürfler. Damit kannst du deine verzauberte Ausrüstung auf magische Weise ändern. Am Ende hast du vielleicht ganz andere Kräfte. Bitte was? Du wirst auch ein paar Mondkugeln brauchen. Oh. Ohne sie gibt's nämlich keine Magie. Los, probier ihn aus. Ich habe in der Kiste dort etwas Fabelhaftes für dich. Neue Munition! Ah, jetzt kann ich benutzen. Hier kannst du für deine Neuverzauberung eines Ausrüstungsgegenstands würfeln. Wähle einfach den verzauberten Ausrüstungsgegenstand aus, den du neu würfeln willst, und erhalte E. Das Verzaubern von Ausrüstung ist nicht billig. Neu zu würfeln kostet Mondkugeln. Du kannst ein und dieselbe Ausrüstung mehrfach neu würfeln, aber der Preis erhöht sich mit jedem Mal drastisch. Also dieses Verzaubert, okay. Ich würde schon, wenn man auf manchen Sachen nichts drauf hat. Ja, was passiert, wenn man das da macht? Oh, dann kriegst du was drauf. Ja. Oh. Das
Klopfen im Hintergrund. Dip, 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 dip. Ich finde das super. Ja. Deine erste. Okay. Auf dem Dach des Spielfeld. Ah. Wirken von Zaubern erhöht den Vorschaden um 30. Das ist cool. Wenn du schon dabei bist, schau mal bei Izzy rein. Sie hat was zur Auswahl für deinen ausgewählten Beruf. Danke, dass du da warst. Ja, und jetzt gesagt, gibt dein Izzy wahrscheinlich. Möglichkeit neu zu neue Klasse oder so andere Klasse an sich reißen will. Pass auf, dass deine Klinge immer schön scharf bleibt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich muss meine Gegenstände nochmal neu markieren. Lass dich ansehen. Ich glaube, du bist seit deinem letzten Besuch gewachsen. Der alte Mike meinte, ich solle dich nach meinem Beruf fragen. Oh, natürlich. Hier entlang. Der Schnellwechselautomat hat eine neue Verbesserung erhalten. Jetzt kannst du deine Sekundärklasse jederzeit ändern. Die Sekundärklasse, richtig. Darfst du überhaupt über sowas reden? Ich dachte, ihr würdet alle nur in Euphemismen sprechen. Ach das. Keine Angst, das ist alles nur ein Spiel, stimmt's? Ich habe gesehen, wie du mit den furchterregenden Himmelsriesen geredet hast. Dann wurde es mir klar. Ehrlich gesagt bin ich erleichtert. Das bedeutet, ich kann gar nichts für meine Sünden. Ist so ein Traumding. Das Blut an meinen Händen ist genauso wenig real wie die Schatten an der Wand. Wow. Was denn? Ne, Wechsel, ja. Sprudeligen Tag noch. Und wo mache ich das da jetzt? Lass uns dieses Gespräch für uns behalten, ja? Ich werde jetzt gehen. Die Kammer? Ganz sicher, meine Königin? Egal, ich will ihn nicht wechseln. Von daher passt mir das. Ich habe jetzt keine Option für Klassenwechsel gesehen oder so. Automaten, wo du dich umkleiden kannst. Ja, aber da gab es jetzt keine Option für mich. Also ist der wahrscheinlich wieder unten in der Liste. Habe ich geguckt, nein, ist es nicht. Geht zurücksetzen. Ja, es geht zurücksetzen. Aber wahrscheinlich, wenn man drauf geht, dann kommt da wahrscheinlich. Skills. Heldenpunkte neu verteilen, beides neu verteilen. Ja, okay, also doch nicht. Wahrscheinlich dann über die Helden oder so. Naja, egal. Zurück zu den Chaos-Automaten. Okay. Mit Q, damit setzt du alle Skills und die Sekundär zurück. Aber Pep mir doch. Okay. Gar, ich will es eh nicht machen, also von daher. Aber danke. Oh, Pepe hat mir seine Statue. Oh, guck mich an, ich bin eine Lady. Ey, Glückswürfel. Ja, da. Und 15. Würfel ab, Stauber. Je mehr Würfel, desto besser die Beute. Ich habe meine Schrotflinte verloren. Wurscht. Ach, die war legendär. Kannst du dich zurückkaufen? Nee, ich glaube, das war noch beim anderen Automaten. Oh, Lord. Ich vergessen, dass ich den markiere. Na, scheiß auf. Kein Pfeilregen mehr halt, echt gehabt. Chaoskammer? Ja. Okay. Zauber sind geladen. Na, wen haben wir denn da? Willkommen in meinem Gefängnis, Schicksalsbringer. Ich hab da was, das dich vielleicht interessiert. Ah, du hast mich unvorbereitet erwischt. Wieso kann ich ihn nicht mehr scrollen? What the fuck? Du nimmst fleißig deine Proteine, oder? Oh.
Ey, gemein ist mein Scroll. Och, nee, nicht schon wieder das Problem. Ich kann schon wieder mein Scroll nicht mehr benutzen. Bist du bereit, ein paar Schurken zu rösten? Egal. Hier ist auch noch einmal alles, alles klar. Ja, damit du die Halle nicht immer wieder verlassen musst, nachdem. Tutorial? Was hast du gegen meine Figur? Die sieht doch schick aus. Okay, annehmen. Ich dachte, dass mir ihre Majestät eine Lektion erteilen wollte, als sie mich in dieser Burg einsperrte. Doch sie hatte weitaus Größeres im Sinn. Ich bin nicht der Einzige, der hier einsetzt. Unser Bunkermaster, er ist komplexer, als ich ihr zugetraut habe. Trotz all dem Chaos in den Wonderlands hat sie ihre niedersten Instinkte gut versteckt. Hier, die Chaoskammer. Was ich als Seelenenergie kenne, kennt Alter, sie über uns. Als Wunder und Vorstellungskraft. In den richtigen Händen kann man damit die Welt retten. In den falschen Händen? Na, ich denke, das hat unser großer Höhepunkt in Akt 3 gezeigt. In dieser Chaoskammer verbergen sich alle unfairen Kämpfe und nicht ausgewogenen Beutegegenstände, von denen sie je geträumt hat. Ich wollte herausfinden, was sich im Zentrum dieses kreativen Wirbels befindet, aber Würfel hören nicht auf Nichtspielercharaktere. Diese Macht gehorcht mir nicht mehr. Dir dagegen schon, Schicksalsbringer. Betritt die Chaoskammer. Besiege das Schlimmste, was sie dir entgegenwirft. Keine Ahnung, was dich im Inneren erwartet. Aber eins ist gewiss, du gehst gestärkt daraus hervor. Okay, schließe ein und laufe ab, okay. Ja. Das ist eigentlich lustig. Pack dich besser warm ein! Ich werde dich töten, entspannen und wie einen Puppen! Irgendwas kriegt man rechts. Oh. Neue Munition! Einen toten Padman kriegt man. Okay, ich verstehe schon. Heiltrank! Schnappt ihr hier Heiltrank? Ja, man muss das sammeln. Diese regenbogenfarbene Teile. Regenbogenfarbene Teile. Ja, da hast du es 217 wahrscheinlich. Wenn ich hier bin und meine Freunde. Also, du hast es schon was ausgegeben. Also. Ah, das, was man für den Zauber hat. Achso, die Mondkugeln. Ja, die Kugeln. Jetzt habe ich gesehen, wie sie aussehen auf dem Boden. Ich kann nicht meine Waffen scrollen, das ist echt nervig. Keine Ahnung, warum das schon wieder kaputt ist. Investition für dich. Wie lernt Fluch aus? Die Chaoskammer belohnt jene, die sich Herausforderungen stellen. In diesen Kristallen stecken Flüche. Akzeptierst du einen Fluch, wird der Kampf schwieriger, die Belohnung aber umso schöner. Der Dragonlord stellt dich gelegentlich vor die Wahl eines Fluches, damit die Sache interessant bleibt. Es gibt leichte, mittlere und schwere Flüche. Die Schwierigkeit eines Fluchs legt fest, welchen Einfluss er auf deinen Chaoskammerlauf hat. Flüche, die erleichtern, können eine strategische Hilfe sein oder dir einen Buff geben, während die schwere Flüche den Gegner immens stärken und deine Werte absenken. Wer ist das so schön? Wähle clever. Hier ist ein schwerer Fluch. Mittel auseinander, leicht Magie vertrauen. Auseinander? Zerschmettere jetzt diesen Würfel und ernte deine Belohnung. Naja, das passt schon. Bei jeder Begegnung gibt es einen Würfel. Sollte es dir aber gelingen, andere Ziele abzuschließen, erscheint ein zweiter. Die gesammelten Kristalle kannst du an den Altären nutzen. Ihre Segen können dich stärker und einen schmerzhaften Tod etwas unwahrscheinlicher machen. Etwas. Wir kämpfen in den Chaoskammer gibt es Altäre, die einen Segen gewähren. Wenn du ihn mit Kristallen kaufst. Segen können deine Werte und Fähigkeiten bei dem aktuellen Versuch erheblich verbessern, aber bei dem Kauf steigen die Kosten für den Segen. Schusswaffenschaden erhöht.
Munitionskapazität. Ja. Wer will schon Munitionskapazität? Wir sehen uns nach dem nächsten Kampf. Okay. Oder bei deinem Tod. Ich bin nicht wählerisch. Ah, okay. Plus 25% Wurfschaden. Okay. Ist das, was wir jetzt haben. Ja. Aber die Liste wird immer länger. Ja, klar, aber. Je länger du drin bleibst. Ah. Ist aber. Nachdem das immer ein Durchgang ist, ist er nicht so groß. Ist aber. Es ist aber echt interessant, muss ich sagen. Ich als nächstes töten? Und ich glaube, das ist jetzt der gesamte Epilog. Mehr kommt, mehr passiert dir wahrscheinlich nicht, ne? Ich hab das noch hinten nach noch gut gespielt. Ich war in den Dungeon, wo es immer wieder weitergeht, umso höher. Ja, ich meine, ne, das können wir als nächstes dann einfach mal machen, einfach so gucken, wie weit wir kommen und so alles. Ja, klar. Und ich glaube mal, Patman muss jetzt Feierabend machen, oder? Ja, in ein paar Minuten. Ja, da passt das mir so. Ist ungefähr bei 3 Stunden. Mal jetzt geschafft mit One-Hand-Clapping. Dass der Stream kommt. So, ja dann. Raid Maya Tira. Stimmt. Oder nee, ich. Oder ich raid jemand anderen. Weiß allerdings nicht mehr, wie lange Pina noch macht. Maya weiß ich auch nicht. Neko vielleicht. Hugos? Ach komm, nö. Neko freut sich. Ja. Auch wenn sie sonst immer meckert. Mich raidet keiner. Ich weiß eh keiner, wie ich aussehe und so alles. Egal. Chaos, Neko. Du weißt schon, dass ich den Stream nachgucken kann und das. Oh, ja. Ich würde es ja auch ins Gesicht sagen, also von daher. Hab ich damit kein Problem. War sie das letzte Mal auch? Ja. Ich habe auch gesagt, dass ich das mit den Neko eigentlich relativ doof finde, weil jetzt gefühlt 50% alle Twitch-Nutzer irgendwas mit Neko heißen. Ich fand das mit Pinky. Pinky fand ich ja individueller. Ja. Aber egal, ne? Viel Spaß bei ihr. Wir hören uns dann morgen im nächsten Stream wahrscheinlich dann wieder. An alle, die jetzt schlafen gehen, schlaf gut, träum was Schönes und viel Spaß noch. Cheerio. Tschö. Jo, tschüss.